Der Monat neigt sich dem Ende, deswegen werden wir im heutigen Video den guten Bruder BTC nochmal von Monat Top zu Down runterbrechen. Ich zeige euch alle meine relevanten Levels und was ich gerade vom Markt erwarte. Also bis gleich. Herzlich willkommen zu Anonymous Analytics. Was hatten wir denn wieder für eine fette Live-Session? Vielen Dank für alle, die dabei sind. Ich weiß, das Sommerloch kommt. Es wird etwas ruhiger, trotzdem sind viele da. Wer mich weiterhin unterstützen möchte, ich sehe Members und ich sehe Leute, die fleißig den Kanal abonnieren. Deswegen, damit pusht ihr es schon unglaublich. Normalerweise hätten wir jetzt natürlich auch wieder den Wochenausblick. Doch ich will hier nicht unnötig Zeit verschwenden, eure Zeit verschwenden, da sich vieles nicht aus den Zonen bewegt hat. Unsere Kaufpositionen standen. Und deswegen schauen wir heute auf den Bruder BTC. Also viel Spaß. Yo, was geht ab? Matthias und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Anonymous Analytics. Der Monat neigt sich dem Ende. Und daher machen wir uns heute mal zur Aufgabe, den guten Bruder BTC. Lehnt euch zurück, wir machen es jetzt heute mal ganz entspannt und brechen ihn nochmal komplett runter. Bis ins Kleinste, wo wir gerade aktuell stehen. Ich habe hier noch so viel gekritzelt. Und jetzt machen wir einfach mal alles weg. So, jetzt gehen wir nochmal frisch rein. Wir haben einige neu dazu bekommen. Und einfach mal, wo wir gerade stehen, was gerade passiert ist und wie ich die Lage einschätze, ohne jetzt irgendwelche Hype-Themen aufzugreifen oder sonstiges. Also wir hatten hier, wie wir uns alle dran erinnern, das ATH 2021. Oh, machen wir das so. Wir hatten hier meine Scammy-Trendlinie, die anscheinend auch eine Rolle für den guten Bruder gespielt hat. Auch wie sind wir dort reingelaufen. Und das hier war für uns einfach mal so ein großer Bereich, wo wir gesagt haben, okay, wenn wir hier hinlaufen, da müssen wir aufpassen. Hier läuft einiges zusammen und schauen, was passiert. Der Bruder BTC wickt einmal mit einer Monatskerze drüber. Da haben wir gesagt, ey, eine Monatskerze, die über dem letzten ATH schließt, ist schon stark. Dann aber ist die nächste Monatskerze, hat nicht das Tief gebrochen, also das vorherige Monatstief wurde respektiert hier noch. So, was für mich eigentlich erstmal, es ist kein Zeichen der Stärke, ich zeige eben, was ich damit meine, dass es hier alles schön aussieht. So, hat unterhalb des Tiefs geschlossen, aber die bärische Kerze hat halt die Unterkante der Bullischen komplett geschluckt, also der hat, eigentlich ist das schon fast ein Fake-Out. Korrekt wäre es eigentlich, wenn die Kerze drunter geschlossen hätte. Aber okay, wir haben jetzt gesehen, die eine Kerze wurde komplett von der anderen geschluckt. Wir haben gesagt, um das auszuhebeln, müsste die nächste Monatskerze, die wir jetzt hier haben, das Tief der vorherigen Kerze respektieren. Hat der Bruder nicht gemacht. Wir haben ein neues Tief im Markt hier runtergeschossen. Plus wir haben das letzte High. Wir haben noch 2,5 Tage, ist noch alles drin. Aber wir haben es bis jetzt noch nicht gebrochen. Das heißt, nach reiner Marktstruktur, nur anhand der Kerzen jetzt, also erstmal nicht zu viel, haben wir ein High, ein Low, ein Lower High und ein Lower Low. Moment, ich mache das mal eben, dass man das auch ansatzweise erkennt. Das ist jetzt gerade das, was ich in den Kerzen sehe, dass wir halt ein Hoch gebildet haben, ein Tief, haben dann ein tieferes Hoch gemacht und mit der aktuellen Kerze haben wir das letzte Tief gebrochen. Das ist, wenn wir die Marktstruktur anhand der Kerzen uns etwas auseinandernehmen. Das ist ein Zeichen der Schwäche. Da gibt es jetzt nichts dran zu rütteln. Aber wir können nicht nur anhand von 2 Kerzen jetzt sagen, der Markt dreht. Das ist nur, ich möchte nur erklären, wie ich es sehe und wie ich mir den Markt zurechtlege. So, dann ziehen wir da noch unser FIP drauf und jetzt haben wir schon mal unsere Monatsansicht aktualisiert und gehen jetzt mal in den Wochenchart. So, machen wir das Low hier mal hin, ist hier das Swing Low und das ist das hier das Swing High. So, jetzt hatten wir uns einmal das FIP gezogen von oben nach unten, da sehen wir, sind wir jetzt schon reingelaufen, genau ans 886er wieder. Haben uns hier drin gehalten und es kam zu einer Gegenreaktion. Das heißt, hier ist unser Pullback-Level. Pull. Wäre auch schön, wenn wir das richtig schreiben. So. Da ist das Pullback-Level. Der Markt läuft rein und kriegt auf den Deckel. So, da hatte ich ja auch
hier das hier schon angezeichnet. Wieder so ein Scammy-Ding, wo ich nicht so viel Wert drauf lege, was ich aber interessant finde, wenn man so sagt, so ein Trend wird dreimal angelaufen. Und hier ist es jetzt halt auch. Wir hatten hier einmal so eine Berührung. Wenn wir uns das anschauen, dann haben wir, Moment, so, sind wir hier einmal reingelaufen und danach sind wir nochmal hier reingelaufen. Und wenn wir uns das jetzt ansehen, wir sind einmal über das ATH gegangen, wurden zurückgedrückt, kamen wieder zurück. Als wir in diesen Bereich kamen, wurden wir wieder extrem zurückgedrückt. Sogar schon bis an die Tiefs, die eigentlich den, Moment, die eigentlich diesen letzten Angriff verursacht hatten, als wir hochkamen. Da sieht man jetzt schon, dass jedes Mal, wenn wir in diesen Bereich kommen, wenn wir uns den hier rausziehen, dass jedes Mal, wenn wir in diesen Bereich laufen, um die 70 bis 72, 73 rum, kriegen wir in die Fresse. Und jedes Mal Dollar. Also einmal zurückgedrückt, zweite Mal schon stark zurückgedrückt. Jetzt haben wir hier die dritte Berührung. Was heißen könnte, dass uns die dritte Berührung dann halt tiefer nach unten treibt. So, also, ich will es nicht so dramatisch machen, aber wir hatten uns ja hier unten einmal rausgezogen, dass wir hier unser Pullback-Level hatten. Da hat er nämlich perfekt reingespielt, da hatten wir die Aufwärtsbewegung, da haben wir gesagt, aber das Schöne wäre bei dieser Aufwärtsbewegung oder das, was wir sehen wollen würden, ist, dass er diese Highs rausnimmt, also bis, dass er dann endlich mal Push nach oben kriegt. Hat er aber nicht gemacht. Das heißt für mich automatisch, dass ich mir zusätzlich noch ein unteres Pullback-Level raussuche von dieser gesamten Bewegung. Das wäre dann hier um den Dreh. Das sind jetzt alles Wahrscheinlichkeiten. Nicht, dass einer sagt, oh nein, wir werden alle sterben, BTC ist am Arsch. Also darum geht es nicht. Nur das, was wir sehen. Jetzt gehen wir etwas tiefer, gehen in den Daily, sehen hier unsere dritte Berührung, machen das FIP mal weg. Okay, hier auf den Deckel bekommen, da auf den Deckel bekommen. Jetzt kommen wir wieder runter. Was sehen wir direkt? Eine steile Liquidität, die sich hier angesammelt hat bei dem Bruder, die wir gerade anfangen zu brechen. Ich gehe mal in den 4-Stunden-Chart. So. Und da ist es halt auch so, wir hatten hier schon wieder ein Pullback-Level. Nachdem wir hier hochkamen, haben das Tief gebildet. Und haben ein Lower High wiederum hier gebildet. Sind dort wieder reingekommen und sind runtergebrochen. Das heißt, auch hier ist es im Moment nicht stark. Wenn wir es wieder von der Marktstruktur sehen, haben wir ein High, ein Low, eventuell Lower High. Was dann wieder heißen würde, wir müssten ein weiteres Tief bilden und dann erstmal runterkommen. Was uns dann wieder zum nächsten Level bringen würde. Was dann ja, ungefähr anhand dieser Struktur wäre dann erstmal so ein Zwischenlevel-Face um die 63.000. Wir gucken uns den gleich noch tiefer an. Aber das ist halt dieses, wann immer der Markt hier so eine steile Liquidität aufbaut. Wenn wir einmal anfangen, hier runter zu klappern, wissen wir, wir sammeln uns hier die ganzen SLs und brechen dann nach unten und haben dann das Potenzial, nach unten zu laufen. Auf sowas müssen wir dann halt achten. Denn wir sind im Down-Move, solange wir hier nicht richtig hochkommen. So, machen wir das mal wieder weg. Also wenn wir es hier drüber schaffen, dann bin ich wieder optimistischer, 71 rum. Aber solange sehe ich hier erstmal die tieferen Level, dass wir uns da drunter halten und dann runterkommen. Dann können wir eigentlich schon fast in den Stundenchart gehen, weil da hatte ich gerade sogar noch fast das, 15 Minuten habe ich noch was Interessantes gesehen. Wenn man sich das wieder so zerlegt, ob wir jetzt im Wochenchart oder im Minutenchart sind, hier sehen wir auch wieder ein Pullback-Level, was der Markt gerade spielt. Das wäre sogar schon wieder ein Long-Trade. Nur um eventuell von hier aus die Korrektur mit nach oben zu nehmen. Und so nehme ich mir den Kollegen immer vor die Brust, dass ich mir genau angucke, in welche Level laufen wir. Wir haben jetzt zum Beispiel hier, sehen wir, einmal die Liquidität geholt. Der Markt greift sich immer diese Highs und Lows, oder nicht immer, aber so, das hatten wir heute Morgen noch im DAX. Er greift sich solche Levels an und dann bricht er wieder nach unten. Und auf sowas müssen wir achten. Und deswegen finde ich ihn gerade nicht so stark. Und glaube, dass wir erstmal was runterkommen. Wie gesagt, also wenn ich optimistischer gestimmt werden sollte, müssten wir wirklich hier dieses High bei 70,7, dass wir in diesem Bereich, dass wir da mal ausbrechen. Ansonsten glaube ich, dass wir weiter runterlaufen. So, ja, steile Liquidität sammelt sich und bricht uns dann nach unten. So. Also, ja,
ich zeichne es immer nur, um darzustellen, was ich sehe oder was ich meine. Ich würde jetzt nicht sagen, die Trendlinie bricht, wir machen Pullback da dran und laufen runter. Das ist ganz wichtig. Aber so sehe ich den Kollegen im Moment. Ich wollte es nur noch mal, weil jetzt auch der Monatsschluss sich langsam nähert. Wir haben nur noch 2,5 Tage oder irgendwie so. Deswegen einfach einmal, dass wir wieder im Reinen sind, wo wir gerade stehen, mit was wir mehr zu rechnen haben und wohin die Reise gehen könnte. Und vor allen Dingen, was für uns ja auch wichtig ist, was wir sehen wollen, damit wir wieder stärker gestimmt sind, dass wir halt wirklich diese Swing Highs brechen. Also das mal eine Übersicht zum Bruder BTC, wo wir gerade stehen und wie ich ihn gerade einordne. Also wir hören uns. Bis dahin. Peace.